Ich bin aus Toronto und eure Luke und Nick reisen den besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Podcast Luke und Nick Reisen. Ich bin der Nick und wie ihr schon am Titel der Folge sehen könnt, haben wir heute wieder ein Interview für euch und dazu haben wir uns die Michi und den Viktor eingeladen. Die beiden sind besser bekannt unter dem Namen Zwei Weltentdecker und berichten uns heute von ihrer großen Reise, die sie im letzten Jahr unternommen haben, als sie 3 Monate durch die USA und Kanada gereist sind. Wir haben das Interview in 2 Teile aufgeteilt. Und den ersten Teil gibt's heute, den zweiten Teil gibt's dann am Sonntag. Wir steigen direkt ein mit der Vorstellung von Michi und Viktor. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, angestellt im Kfz-Bereich. Und wenn man mich ganz kurz und knapp vorstellen müsste, dann käme dabei eigentlich raus, dass ich reisesüchtig bin, absolut Planungs- und ein Orientierungs- und Organisationsfreak bin. Bei mir muss alles geplant sein, manchmal ganz schön anstrengend. Ich bin ein Familienmensch, das kann man nicht anders sagen. Ja, und meine größte Schwäche ist eigentlich das Essen. Also wenn man uns verfolgt hat, dann sieht man, dass wir viel essen. Ja, das ist schon mal eine Einleitung. Wie sieht es bei dir aus, Viktor? Ja, ich bin der Viktor, bin der andere von 2 Weltentdeckern, bin 30 Jahre alt, bin gelernter Kfz-Kraftfahrzeugmeister, arbeite in einer freien Werkstatt. Wenn man mich kurz beschreiben müsste, ja, ich bin leidenschaftlicher Quadfahrer. Okay. Familienmensch durch und durch, also Familie ist bei mir ganz, ganz wichtig. Absolut reisesüchtig, wegen meiner Frau, sie hat mich da angesteckt. Ja, und sehr, sehr zielstrebig. Wie hat das denn alles so angefangen? Also so jetzt, ich würde jetzt erstmal so auf den Instagram oder so das ganze Reiseblogger, wie ist das zustande gekommen? Eigentlich, als es halt bei uns hieß, wir möchten halt mal eine längere Reise anstreben, kam es dazu, dass natürlich Familie und Freunde in erster Linie gesagt haben, ja, wo können wir denn eure Reise dann mitverfolgen? Und wir hatten halt jetzt nicht groß Lust, eine riesige WhatsApp-Gruppe aufzumachen mit allen möglichen Leuten und haben uns dann halt für die Plattform Instagram entschieden. Und ja, da musste dann irgendwie ein Name her und das war irgendwie so mit 2 Weltentdecker. Ja, passte. Mhm. Haben das eigentlich ursprünglich halt für Familie, für Freunde und natürlich auch für uns selbst gemacht, weil man halt die Erinnerungen, ja, man nimmt sehr viel wahr auf Reisen, aber man hat halt dann schon so einen Angriffspunkt, wo man einfach jederzeit wieder zurückblicken kann und halt sich durch seine Videos und ja, Fotos durchwälzt. Und das war so die erste Intention, warum wir das überhaupt gemacht haben. Als wir dann merkten, okay, es interessiert doch nicht nur Familie und Freunde, kam dann so ein bisschen mehr der Gedanke, warum wollen wir es dann nicht mit der Welt teilen und machen aus einem, sag ich mal, reinen privaten Account, machen wir einen öffentlichen Account draus. Und da ging das relativ zügig, dass wir morgens aufwachten und hatten dann so 300 Abonnenten, wo wir uns gefragt haben, okay, so viele Schock. Freunde und so viel Familie haben wir gar nicht. Wer ist denn das alles? Und so entwickelte sich das. Und das macht riesigen Spaß, anderen Leuten zu zeigen, was wir sehen, was wir machen, wie wir unseren Traum oder unsere Ziele verwirklichen. Und so kam es dann halt, dass wir mit Instagram angefangen haben und sind dann natürlich auch übergeswitcht zu YouTube. Ja, ist mehr oder weniger mein Steckenpferd. Da haben wir halt auch vor der Reise uns Videos angeguckt, andere Reiseblogger. Da habe ich mir schon gedacht, ja, so kleine Vlogs, die man schneidet, ist ja schon nicht verkehrt, dass man mit erster Linie halt für uns das macht, dass wir halt immer, ja, so Erinnerungen haben oder für die Familie, dass sie auch immer mitverfolgen können. Ja, und dann war das zweite Ziel einfach Leute mit auf unsere Reise zu nehmen, ihnen zu zeigen, was wir sehen, was wir erleben. Ja, und da habe ich halt gemerkt, es werden immer mehr Abonnenten, es steigt und das hat mich halt motiviert dazu, mehr zu machen, ja? Mehr Videos zu schneiden, mehr mit den Leuten zu teilen. Ja. Dass wir halt die schönen, aber auch manchmal nicht so schönen Momente halt auch mit den Leuten teilen, weil man macht nun mal auf einer längeren Reise so seine Erfahrungen, die man, sage ich jetzt mal, in einem All-Inclusive 2 Wochen Mallorca-Urlaub nicht macht. Ja, sowas haben wir auch schon festgestellt. Also kann man sagen, ihr habt erst so relativ privat das Ganze angefangen und hatte das erst geschossen, habe dann aber gemerkt, dass vielleicht auch ja, mehr Leute das interessiert und ja, ihr da vielleicht mehr Leute mit erreichen könntet.
Definitiv. Also das war uns gar nicht so bewusst, dass diese Nische so weit verbreitet war. Also bis wir dann mal auf gewisse andere Blogger, Influencer, wie auch immer man sie betiteln möchte, gestoßen sind, was die halt dann auch auf die Beine stellen. Und das hat uns ja selber auch die Inspiration gegeben. Wir haben uns so viele Tipps von anderen über Instagram, über deren Reiseblogs geholt und haben so vieles auch dadurch auf unserer Reise entdecken dürfen, dass wir gesagt haben, diesen Mehrwert, den möchten wir einfach auch den Leuten bieten. Ja, wie war so da die Resonanz, als ihr dann angefangen habt, auch Videos zu machen? Also Familie und Freunde, die waren alle Feuer und Flamme. Ja, die haben Also alle immer Daumen hoch. ja, die sind total ausgeflippt, weil es halt auch einfach für sie ein Stück weit, ja, wir sind halt weg, wir sind ein paar Kilometer entfernt und ja, man kann halt hautnah miterleben, was wir gerade in dem Moment fühlen. Entweder fangen wir jetzt an zu lachen, zu weinen, zu schreien und jeder kriegt es halt mit und auch die Resonanz nachher dann von Personen, die wir so gesehen ja nicht kannten, die für uns fremde Leute sind, die gesagt haben, boah, cool, da waren wir auch und das erweckt Erinnerungen und ja, es ist irgendwo schön, dass man Leute wieder an das erinnert, wo sie halt auch schon mal gewesen sind. Oder vielleicht haben sie es anders wahrgenommen und haben gesagt, boah, bei uns war die Vegetation viel grüner und viel schöner bewachsen und bei euch ist jetzt alles schon so, ja, so trist und man sieht den Klimawandel. Also das war auch so ein ziemlich großes Thema, dass halt viele darauf mit eingegangen sind. Ja, und irgendwo inspiriert man ja die Leute dann auch, wenn man, Ja. wenn die jetzt so Bilder sehen, wo, ja, weiß nicht, jetzt ein super schöner Regenwald ist oder jetzt ein super schöner Strand oder wie auch immer, dass man ja vielleicht auch andere Leute motiviert, mal Ja, Ansporn auch. rauszugehen. Ja, mal eine Reise zu Definitiv. machen, das auf jeden Fall. Habt ihr denn so ein Reisemotto, was ihr vielleicht verfolgt, wenn ihr jetzt unterwegs seid? Ja, Ja. das hat sich während des Urlaubs bei uns entwickelt, während der Reise. Du hast nur ein Leben, lebe es. Das hat sich irgendwie so bei uns eingebrannt, weil wir denken uns mittlerweile, die Zeit, die wir haben, die ist einfach viel zu kostbar, um einfach ja, es schleifen zu lassen. Ne? Da haben wir uns immer gesagt, nimm die Zeit und mach es. Ne? Egal was für ein Ziel, was für ein Traum du hast, tu es, Ja. zieh es nicht vor dir her. Und so hat sich das eigentlich bei uns so entwickelt, ne? Dieses, du hast nur ein Leben, lebe es. Ja, also das war wirklich so, dass wir in Kanada hatten wir sehr viel Zeit und haben sehr viel Zeit halt auch in unserem Mietwagen verbracht, weil wir halt eine Strecke zurücklegen mussten, um einige Spots halt zu sehen. Ja. Und in dieser Zeit im Mietwagen waren wir halt sehr, sehr produktiv und haben die Köpfe rauchen lassen und da haben wir halt wirklich viel gelesen, wir haben viele Lesestunden mit Michi gehabt, also ich habe viel vorgelesen Oh und ja, das war hier für mich Hörbuch. genau, ich war das Buch in dem Falle und es war halt wirklich so, dass der eine Satz uns ziemlich nachdenklich gemacht hat, dass wenn du jetzt im Sterbebett liegen würdest und müsstest deine Story, dein Leben erzählen, wie sähe das aus? Da haben wir dann wirklich erstmal so 5 Minuten uns angeschwiegen und haben uns angeguckt, ja, okay, weil man halt immer so vieles vor sich hinschiebt. Man sagt immer, ja, wenn ich in der Rente bin, dann kann ich ja eine Weltreise machen. Oder wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann kann ich wieder Urlaub machen. Aber wir haben so viele Leute kennengelernt, die ihre Kinder auf den Rücken gespannt haben und sind einfach losgezogen. Wir haben ältere Personen kennenlernen dürfen, die einfach, ja, es bereuen, erst im Alter angefangen zu haben, Dinge zu unternehmen. Natürlich ist auch manchmal, weil viele auch sagen, ja, die Geldfrage und die Geldsorge. Natürlich spielt das auch noch im Ja, Leben eine heutzutage Rolle, ja. aber wir sagen trotzdem, jeder, der die Möglichkeit hat, der sollte aus seiner Komfortzone raus und der sollte wirklich das Leben leben und ja, am besten jetzt und nicht morgen. Ja. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall tiefgründiges Motto und auch können sich, glaube ich, viele auch eine so Scheibe von abschneiden, weil ehe man sich versieht, ist man dann schon älter geworden. Ja. Ja, und dann hat man vielleicht nicht mehr die Möglichkeiten. Verfolgt ihr das Motto denn auch, wenn ihr jetzt auf der Reise seid und dann sind da vielleicht so Sachen, die, wo ihr jetzt vielleicht erstmal Angst vor habt oder die euch erstmal ungewiss sind, dass ihr das dann auch, ja, einfach euch das versucht zu trauen oder? Oh ja, also wir haben schon definitiv auf unserer Reise unsere Grenzen kennenlernen dürfen. Wir haben ja oftmals auch wirklich, natürlich überlegt man an manchen Dingen ja, macht man es jetzt, macht man es nicht. Natürlich haben wir bei manchen Sachen, also es war zum Beispiel so, dass wir eigentlich immer gesagt haben, wir möchten einen Helikopterrundflug machen. Okay. Egal, ob das über New York ist, egal wo, New York wäre jetzt mein Traum gewesen. Den wir uns letzten Endes nicht erfüllt haben, weil ja, es war halt dann irgendwo auch die Budgetfrage, dass wir halt für 15 Minuten da mal eben um die
Wolkenkratzerdüsen, ein bisschen Geld verballern. Da haben wir uns dann schon ein bisschen wirtschaftlicher gedacht und überlegt, was könnten wir mit dem ganzen Geld anderweitig anfangen. Da war es jetzt nicht, trauen wir uns das. Da haben wir unser Lebensmotto nicht durchgezogen, dass wir gesagt haben, ne, du hast nur ein Leben und jetzt leb es und jetzt steig in diesen Helikopter. Wir werden es sicherlich irgendwann tun. Aber das waren halt auch so Dinge, wo man dann schon mal so ein bisschen abgewichen ist. Aber in den meisten Fällen haben wir wirklich gesagt, wir sind jetzt hier und wir werden jetzt blöd, wenn wir das nicht machen. Also machen wir es. Also egal, ob das Wanderwege waren, die an unsere Grenzen gegangen sind. Also immer wenn es um den Geldfaktor ging, wie zum Beispiel ja. Als Helikopterflug, das waren einfach utopische Preise. Dann haben wir es einfach nicht gemacht und haben dafür halt 10 andere Sachen gemacht, ja, für dieselbe Summe. Das war uns halt einfach wichtiger. Definitiv. Dieses lebe jetzt den Moment. Das ist euch jetzt vor allem auf der letzten Reise erstmal klar geworden oder wann hat das Ganze so allgemein, das habe ich glaube ich gar nicht gefragt am Anfang, so wann das mit dem Reisen so jetzt genau angefangen hat? Also an sich haben wir immer Kurzreisen gemacht. Also man muss halt dazu sagen, wir sind beide angestellt. Wir haben 30 Tage Urlaub zur Verfügung pro Jahr in der Regel. Und das war halt immer unser Budget, womit wir halt irgendwie auskommen mussten. Haben dann, klar, Rundreisen gemacht, wir sind auf Mallorca rumgekrempelt. Aber es war halt nicht so eine intensive Zeit, wie wenn man sich wirklich mal raus aus seiner Komfortzone traut, auch mit seinem Arbeitgeber spricht oder worst case seinen Job kündigt, um halt reisen zu können. Davor ziehen wir natürlich immer noch den Hut vor Leuten, die sich da komplett frei von machen können, alles verkaufen und losziehen. Das war jetzt nicht unseres. Wir haben das erstmal mit 3 Monaten angetestet und wurden halt freigestellt. Gott sei Dank. Und konnten halt so die Zeit intensiver nutzen. Und wir haben es nicht für möglich gehalten, wenn wir mit anderen gesprochen haben. Das ist halt wirklich, weil ja jeder erzählt, ja, es ist so anders, wenn du einfach mal länger am Stück weg bist und du wirst da ganz anders Dinge wahrnehmen. Und wir so, ja, wir waren auch schon mal 2 Wochen im Urlaub. Also ist ja nicht so, als wären wir noch nie im Urlaub gewesen. Aber es stimmt, man nimmt Sachen anders wahr. Man macht sich Gedanken um ganz anderes. Man hat wirklich so diese Reise zu sich selbst. Es klingt absolut komisch. Viele fragen auch immer, ja, warum? Nur weil du jetzt 3 Monate weg warst, hast du eine Reise zu dir selbst? Ja, man hat einfach ein ganz anderes Denken, wenn man weiß, man hat sich was getraut und nicht, ich habe 2 Wochen Urlaub bei meinem Arbeitgeber eingereicht. Das ist halt schon so dieses. Aber man genießt die Momente viel intensiver auch gemeinsam. Ne? Das ist halt wirklich erst so in dieser großen Reise im September diesen Jahres uns wirklich so bewusst geworden. Wir wirklich da angefangen haben, so, wir haben nur ein Leben und das sollten wir jetzt endlich anfangen zu leben. Ja, mal so aus euren Erzählungen hört man ja auch schon mal raus, dass das vor, ja, schon lebensverändernd für euch war, weil euch eure ganze Grundhaltung hat sich ja irgendwie scheinbar geändert und euer Blickwinkel praktisch auf die Welt oder auf das Leben allgemein. Wir haben jetzt schon so ein bisschen drumherum geredet um die große Reise, aber wir haben das alles noch gar nicht so spezifiziert oder genau genannt, was ihr da gemacht habt. Also ihr habt ja im jetzt 2018 habt ihr eine große Hochzeitsreise hinter euch gemacht durch die USA und Kanada. Erzählt doch einfach mal, wieso überhaupt USA und Kanada und wieso habt ihr euch dafür entschieden? Kanada, das war ja schon immer, also Kanada oder Alaska, das war schon immer mein Traum gewesen. Irgendwie in die Wildnis, man kennt das ja aus dem Fernseher. Und Michis Traum war schon immer gewesen, Traum. Amerika. Genau, Amerika. Da haben wir uns halt gedacht, gut, machen wir dann Kanada und Amerika, weil es halt ja von der Entfernung halt nicht so einfacher gewesen ist. Genau, nicht so schwer gewesen ist. Ja, und dann habe ich 3 Wochen Kanada bekommen und ich habe den Rest über 2 Monate Amerika dann. War doch fair aufgeteilt, oder? Faire Aufteilung, ja. Ja, also man muss dazu sagen, wir lieben die Natur, gar keine Frage. Aber wir haben auch feststellen dürfen, so nach 3,5 Wochen Kanada waren wir auch mal froh, wieder in einer Zivilisation zu sein und keinen Bären, keinen Elchen, kein Wasser, kein Baum, kein Berg, kein See zu sehen. Das wird halt irgendwann relativ eintönig, zumindest für uns. Jeder hat da ja auch eine andere Wahrnehmung. Und dementsprechend war halt für uns so, Kanada wird absolutes Naturerlebnis, schlechthin. War auch so. Amerika waren halt mehr so diese typischen Hotspots, die man einfach mal als Traum hatte, die Westküste entlang fahren, bis runter durch die Nationalparks nach Las Vegas,
Von Las Vegas sind wir dann nochmal in die Südstaaten, nach Nashville, Memphis, haben uns wirklich da so ein bisschen diesen geschichtlichen Hintergrund in dieser Region angeschaut, sind von New Orleans rüber nach Florida geflogen, also nach Miami, haben dort eine komplette Ostseiten-Westseiten-Rundtour gemacht über die Keys, haben eine kleine Kreuzfahrt noch dazwischen geschmissen zu den Bahamas. Da muss man nicht weiter drauf eingehen, also das war jetzt Na. nicht so nennenswert. Und dann der Abschluss einfach, das war mein krönender. Ich wollte immer mal New York und Christmas Time. Das war so, ja, das musste sein. Und dementsprechend haben wir uns dann halt für Kanada und Amerika entschieden. Ja. Boah, also sch volles Programm scheinbar und auch irgendwie alles dabei. Städte, Kreuzfahrt, Natur. Ja. Also, wo habt ihr denn genau angefangen und ja, wie habt ihr da bei der Planung angefangen? Habt ihr einfach erstmal rausgeschrieben, wo ihr überall hin wolltet und habt danach eure Route gelegt? Oder ja, habt ihr irgendwie euch Inspiration geholt von anderen Leuten oder wie kam das zustande? Ja, am Anfang waren wir die klassischen Reisebürogänger. Wir sind ins Reisebüro, haben uns dort sehr ausgiebig informiert. Die Dame war auch wirklich super und hat uns da wirklich viele Karten mitgegeben und uns alles eingezeichnet, was so, ja, ihrer Meinung nach in diesen 3 Monaten alles machbar ist. Hat uns auch Tipps gegeben, dass wir vielleicht jetzt Kanada nicht mit dem Wohnmobil machen sollten, weil das war eigentlich das, was wir wollten, dass wir Kanada mit dem Wohnmobil bereisen. Waren aber mit dem September ein bisschen spät, in Anführungsstrichen, dass schon Mitte September die ersten Campingplätze in den Nationalparks zumachten. Also so diese Infos waren schon ganz hilfreich aus dem Reisebüro, haben uns aber dann letzten Endes dazu entschieden, übers Reisebüro haben wir nur die Flüge zum Teil gebucht, weil sie das in einem Paket günstiger anbieten konnte. Also wir halt, diese One-Way-Flüge sind leider sehr teuer. Also hattet ihr gar keinen Rückflug gebucht am Anfang? Nee. Nein. Okay. Nee, wir hatten halt dieses One-Way-Ticket von Frankfurt nach Calgary. Also wir sind bis nach Calgary geflogen und haben von dort dann eine Mietwagen-Rundreise gemacht und sind halt komplett von Calgary durch die Nationalparks, Banff, Jasper und wie sie sonst alle heißen, Kootenay, sind wir durchgefahren, bis runter nach Whistler. Und von Whistler haben wir übergesetzt nach Vancouver Island. Okay. Haben uns dort ein paar Spots rausgesucht und unser Endpunkt in Kanada war dann Vancouver. Dann waren die 3,5 Wochen rum. Das haben wir dann, wie gesagt, von zu Hause aus, von der Planung her, wir hatten die Flüge, die standen alle, die Flüge hatten wir Mietwagen gebucht, war gebucht. der Mietwagen war gebucht und Also wir in den hatten halt, USA jetzt. ja, Ja. also Okay. wir hatten wirklich, ich bin ja Planungs- und Organisationsfreak, da musste alles organisiert sein, was wir im Nachhinein definitiv anders machen würden, aber es war für mich einfach so die erste große Reise, ich muss eine Sicherheit haben. Brauchte also überall, wo ich schlafe, ich brauchte überall die Sicherheit, das ist alles schon safe. Dementsprechend hatten wir wirklich alles bis auf die Campingplätze. Ja. Wir hatten alles gebucht bis auf Campingplätze in Amerika und ja, haben dann somit nach 3,5 Wochen Kanada abgeschlossen und sind dann von Kanada, von Vancouver nach San Francisco geflogen. Haben uns dann erstmal San Francisco ausgiebig angeschaut und haben dann so gesehen Victors Traum umgesetzt und haben den Camper gemietet. Ja, das Mordsding. Und haben die komplette Westküste dann halt mit dem Camper verrichtet, sind dann wirklich runter bis San Diego und von San Diego hoch durch die Nationalparks bis nach Las Vegas nachher und haben uns von Las Vegas aus dann nach Atlanta fliegen lassen, haben dann die Südstaaten gemacht. Anschließend, wie gesagt, Florida und zum Ende dann nochmal New York. Okay. Aber geplant war, wie gesagt, alles im Vorhinein. Und haben uns die Tipps dann mehr oder weniger anfangs durchs Reisebüro geholt, haben dann zu Hause viel durch Reiseführer, durch Reiseblogs, durch andere Reiseblogger auf Ja. YouTube haben wir uns dann die Videos angeschaut und Spots rausgeschrieben. Also wir hatten Die wirklich besten einen Tipps. ganzen Ordner dabei mit irgendwelchen rausgeschriebenen Dingen, den wir dann nach und nach wieder entsorgen mussten, weil das Gepäck nicht ausreichte. Ja. Aber doch, so fand dann mehr oder weniger unsere Reiseplanung statt. Und würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen, das war eine gute Entscheidung, das alles durchgeplant zu haben und oder hättet ihr euch lieber mehr Flexibilität gewünscht? Ja, definitiv Flexibilität. Ja, zum Ende hin, vor Ja, allem Florida. ja. Da hätten Also es war, Kanada war eigentlich echt in Ordnung, weil es halt auch noch mit die Reisezeit war. Da war es schon ganz gut, dass wir Unterkünfte hatten. Denn wir hätten zum Beispiel in Banff hätten wir spontan überhaupt nichts mehr bekommen. Deshalb mussten wir schon etwas außerhalb schlafen.
Was jetzt im Nachhinein nicht schlimm war, weil es definitiv die günstigste Variante war, als mitten im Touristenort zu schlafen. Campingplätze, so wie man uns sagte, gar kein Problem. Da könnt ihr vor Ort einfach hinfahren, kriegt ihr immer einen Campingplatz. Das war leider, da hätten wir es gerne andersrum Ja, gehabt, dass sofort ich buchen. genau vorher gebucht hätte. Denn da haben wir sehr viel Zeit leider halt damit verbracht, von Campingplatz zu fahren und Ja. waren einfach nur bedacht, wo schlafen wir jetzt und haben uns nicht mehr wirklich auf die Umgebung konzentriert. Ja. Das war ein bisschen schade. Und einfach so anhalten, irgendwo übernachten, darf man da nicht, ne? In den USA. Ja, Also zumindest nicht einfach irgendwo in der ist Wildnis auch nicht so oder. sicher, wenn man irgendwo auf dem Supermarktparkplatz da übernachtet und dann klopft jemand abends an deiner Tür, was Ja. man ja auch hört und dahinter steht. Ja, also wir hätten definitiv uns, in manchen Regionen hätten wir es uns gewünscht, dass ich nicht der Planungsfreak gewesen wäre. Aber für manche Sachen war es halt echt ganz gut und ja. Ich glaube, das hat alles immer so, ja, zwei Seiten. Ja. Einerseits ja, ist man dann nicht so flexibel und kann vielleicht so Sachen, die dann spontan eher auftreten, nicht so wirklich wahrnehmen. Andererseits holt man natürlich auch so das meiste aus der Zeit raus und Ja. hat schon ungefähr so Anhaltspunkte, wo man hingehen kann und vergeudet in dem Sinne nicht die Zeit, um erstmal zu planen oder überlegen, was man machen will. Ja, vor allem, weil du ja auch in den Nationalparks nicht immer das Internet so zur Verfügung hast, um spontan dir da irgendwas rauszusuchen. Das kommt dann auch nochmal zum Teil hinzu. Also ihr seid dann von Frankfurt nach Calgary geflogen und Richtig. habt da dann eure Reise begonnen. Ihr habt dann da ein Wohnmobil. Mietwagen, weil die Wohnmobilzeit halt im September da schon leicht endete, Viele hat man uns Campingplätze halt, genau, schließen. hat man uns empfohlen, nimmt in Kanada lieber den Mietwagen und dafür dann in Amerika den Camper. Haben wir dann uns für den Mietwagen in Kanada entschieden. Genau. Und das war auch im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ja, Ja, vielleicht eine definitiv. Klasse weniger genommen, also niedriger, weil der Ja. hat uns so auch. Also, wir sind gelandet in Calgary und haben halt Prinz Karneval gespielt. Wir dachten, wir sind im Urlaub und gönnen uns was. Aber also die untere Klasse hätte es auch vollkommen getan oder Ja. ausgereicht. Sehr im Urlaubs-Honeymoon-Modus. Ja. Was war denn dann euer erster Stopp in Calgary? Wo seid ihr dann als erstes hin, als ihr gelandet seid? Ja, da sind wir zuerst nach Canmore. Also Canmore ist so ein kleiner Vorbezirk, bevor es in den Banff-Nationalpark ging, weil wir wollten natürlich den Banff-Nationalpark uns angucken, zum Lake Lewis. Das war natürlich das Highlight Highlight, schlechthin, ja. dass wir halt dann erstmal nach Canmore sind und haben uns da halt eine Airbnb-Wohnung gemietet gehabt und dann von da aus sind wir immer wieder in den Nationalpark rein, hatten dann auch von der Wohnung aus schon diesen Jahrespass umsonst. Das war halt auch praktisch und haben uns dann halt wirklich erstmal so im Süden des Banff-Nationalparks aufgehalten und sind ein paar Tage später dann nochmal zum Lake Lewis und haben dann auch wieder etwas außerhalb schlafen müssen, weil halt, ja, da war gut Saison und es war halt ziemlich voll und wenn hätte man nur noch, ja, Unterkünfte ab 150, 180 Euro die Oh Nacht Gott. aufwärts bekommen und das haben wir halt nicht eingesehen und haben dann halt danach in Golden übernachtet. Das war halt dann auch nochmal vom Lake Lewis so gut 1,5 Stunden, ne? Ja. Ja, 1,5 Stunden Fahrt entfernt, aber auch super schöne Gegend Richtung Cottondale Nationalpark und ja, haben dann von da aus den Jasper Nationalpark angesteuert. Da sind wir dann über den Icefield Parkway, der berühmte, die schöne Straße mit den Bäumen und es war wirklich traumhaft. Ja, Und das haben glaube dann mehr oder weniger alle Jahreszeiten einmal durchlebt. Von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir hatten Schnee, wir hatten Schnee, Regen, Schneeregen, Regen, Regen. Sonnenschein Ja, also da war alles und mit dabei alles. in Kanada. Und haben uns dann wirklich den Jasper Nationalpark komplett angeguckt, wo wir dann auch so die ersten Tiere entdeckt haben. Also davor war nichts mit Tiere. Ja, Elche, ne? Genau, da haben wir Elch, Elche. Kühe, Elche. Ja. Das war echt nah. Chipmunks überall. Ja. Was hattet ihr denn da noch so für Sachen, die ihr auf jeden Fall in Kanada machen wolltet oder ja, sehen wolltet? Ja, also das war natürlich zum einen, es ist zwar der absolute Tourispot schlechthin, aber es war der Lake Lewis. Ja. Dieser türkisblaue See, also das war wirklich, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wirklich im Ja, Film. da hieß es dann früh aufstehen und da mussten wir unbedingt hin und den hatten wir auf jeden Fall auf der Agenda und hatten uns während der Reise, also als wir in Banff angekommen sind, nochmal erkundigt, dass es halt auch dieses Agnes Tea House am Lake Lewis gibt. Da gibt es halt einen Wanderweg hoch. Aber 4 Kilometer steil bergauf. Das war so. Die erste Grenze hatten wir dann erreicht. Da wussten wir dann, was es heißt, wenn man ein Sauerstoffzelt braucht. Also das war echt Wahnsinn. Banff war einfach auch so für uns,
Ja, allein aus dem Reiseführer. Es ist zwar auch leicht touristisch angehaucht, aber wenn man ein bisschen nach außerhalb geht, dann kann man da auch sehr, sehr schöne Ecken sehen und den Lake Minnewanka. Also es waren wirklich sehr, sehr schöne Sachen, die man einfach so in dieser Banff-Jasper. Also Jasper und Banff, das waren so unsere zwei Highlights, wo wir gesagt haben, da wollen wir auf jeden Fall durchfahren. Alles, was wir abschweifend gemacht haben, kam eigentlich so während der Reise. Ja. Dass wir so nochmal abends uns ein paar Blogs angeguckt haben und ein bisschen durchgelesen haben, Auf was liegt auf Tipps. dem Weg, wo können wir mal rechts oder links abbiegen. Aber für uns stand definitiv fest, Banff, Lake Louise und Jasper. Ja. War das dann so, wie ihr euch vorgestellt habt? Besser. Ja, viel Viel besser. besser. Das war Ja. Also Schock für auch die wenn man wirklich Augen. sich da diese Instagram-Fotos vom Lake Louise ansieht und man erst dachte, ja, Photoshop macht's möglich. Nee. Aber genau so sah dieser See auch aus. Also klar, früh hinkommen, sonst ist es echt zu voll. Aber das war Wenn die Sonne noch drauf wow. scheint, ey, das Ja. war wie Eis. Das sah aus wie Eiswasser, einfach Das war so schön. türkisblau. Ja. Ja, und halt dann wirklich so Tiere sehen. Also Elch war noch nicht mal so auf meiner Liste, aber halt Bär. Ich Bären. wollte unbedingt einen Bären sehen und habe noch so auf der Arbeit angegeben, ich komme wieder und habe ein Bären-Selfie. Hat nicht ganz funktioniert. War eine Statue mit einem Bären-Selfie. Also wir haben Bären gesehen. Echte, aber das war erst auf Vancouver Island, Ja. wo ich es nicht erwartet hätte. Ich hätte echt gedacht, wir werden das jetzt schon in Banff oder Jasper Nationalpark, würden wir die schon sehen, aber das war leider nicht so. Obwohl überall stand Vorsicht Bären, also da war Ja. wohl irgendwie Bärenzeit. Habt ihr diese Wanderung dann auch immer auf eigene Faust übernommen oder habt ihr da so Immer. Touren mitgemacht oder so geführte Wanderungen? Immer selber. Wir hatten immer Bärenspray dabei, das ist halt ganz wichtig. Und eigentlich Ja. haben so Leute noch Glöckchen. Das ist halt Bären verjagt, falls sie sich irgendwo verstecken. Aber das machte nichts. Victor hat immer so einen harten Gang, der trampelt so rum, da kommt kein Bär. Also wir waren immer wirklich sehr laut und haben auf uns aufmerksam gemacht. Aber wir Ja. haben alles alleine gemacht. Also ihr hattet jetzt keine Bedenken oder so, dass ihr war da auf, ihr wolltet eher einen Bären sehen als keinen Bären. So war Ja. das dann. Okay. Ja. Weil ich zum Beispiel, ich war jetzt mit meinem Bruder letztes Jahr auch in Montana und da gab es halt auch Bären und da wird halt auch davor gewarnt und da musste man sich auch mit Bärenspray ausrüsten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so heiß auf den Bären gewesen wäre, wenn der mir da jetzt gegenüber stand. Ich glaube, jetzt noch anders Also reagiert, wenn wir er. haben gesagt, wir wollen ihn auf jeden Fall sehen und durch das Spray fühlt man sich definitiv sicherer, sagt man mal so. Aber ich glaube, hätte es wirklich hinter mir geraschelt, ich glaube, ich wäre die Erste gewesen, die auf Baum oben gewesen wäre. Also man möchte es halt unbedingt einfach mal so in freier Wildbahn, ohne dass man da irgendwelche Touren mit 100 Leuten und zahlt sich da wirklich dumm und dämlich und wird dann da irgendwo hingekarrt, um dann ja die Bären anzulocken und das war halt nicht das, was wir wollten. Also wir wollten es wirklich in freier Natur sehen und Ja, haben dann freier auch Wildbahn. manchmal Wartezeiten von 2 Stunden auf uns genommen, um an einem Spot zu sitzen und zu warten. Ach, das habt ihr sogar gemacht? Ja, wo Ja. uns gesagt wurde, da könnte sein, haben wir einen Geheimtipp von unserer damaligen Bed and Breakfast Host Omi gekriegt, die gesagt hat, da müsst ihr Zeit haben und Geduld, aber fahrt dahin, ihr werdet definitiv Bären sehen. Und momentan ist halt auch Bären mit Babybärenzeit, also gib Gas. Und dann haben wir da wirklich 2 Tage hintereinander, ja, uns die Zeit gegönnt und haben uns da wirklich im strömenden Regen hingestellt, klitschnass bis auf die Socken. Und ja, aber wir wurden belohnt. Ihr wurdet belohnt dann tatsächlich. Ja. Ganze Bärenfamilie. Ja, erst Papa Bär, der hat alles abgecheckt. Und dann kam die Mutti Mit mit zwei den zwei Babys. Babys und das war schon echt. Und wie war das so? Also waren die weiter weg oder waren die schon näher? Wie weit waren die? So 15 Also. Meter? 10, 15 Meter Ja, also maximal. Papa Bär, der stand so, Ja. also zwischen uns war ein Fluss und auf der anderen Seite stand er, also ich würde mal sagen so 4, 5 Meter. Maximal. Boah. Da stand der Papa Bär und dann die Mutter mit den Babys, das waren halt schon so 10, 15 Meter, weil die ein bisschen Ja. weiter im Flussinneren standen, da wo halt auch gerade die Lachse. Ja, weil da war ein Wasserfall und die Lachse sind immer hochgesprungen, kam aber nicht höher. Und da war halt perfekter Platz zum Fischen, ne? Und dann Ja. stand die Mama mit den Babys da und war am Angeln. Ach so, wie Ja. man so aus den Tierdokus kennt, wo die Bären Genau. dann da im Fluss stehen und sich die Lachse fangen. Ja. Genau. Wow, dann habt ihr da, also habt ihr echt die hautnah die Bären da Ja. gesehen. Und was war das so für ein Erlebnis, als es dann wirklich geklappt hat am Ende? Das ist Wahnsinn. Wie Also, Geburtstag, Weihnachten zusammen, ja, ey, das wir war. hatten dann da uns mit noch, ja, ich glaube, 3 anderen Pärchen, die auch aus unserer Unterkunft quasi den Geheimtipp bekommen haben, haben uns versammelt. Und da waren dann 2, die so leicht schon die Geduld verloren haben und meinten, ach, wir gehen jetzt. Und wir haben gesagt, nein, wir haben uns gesagt, bis 1 Uhr bleiben wir heute.
Und wir hatten kurz vor eins und die drehten sich halt gerade um und verabschiedeten sich. Und ich habe dann nur Tschüss gesagt und drehe mich wieder um wo die Bären eigentlich sein sollen und habe irgendwas von weitem gesehen und habe dann nur gebrüllt, was man ja eigentlich nicht soll. Da, Bär, Bär! Bis ich dann gemerkt habe, okay, Michi, jetzt warst du ziemlich laut, vielleicht ist gleich kein Bär mehr da. Schnell den Mund zugemacht und in dem Moment drehten sich auch alle um und ja, wir haben einfach nur alle da gestanden. Ich glaube, 10 Minuten hat mindestens niemand irgendwas gesagt. Man hörte nur noch die Kameras klick, 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 klick. Ja. Also es war wirklich, Geiles ja, Erlebnis. definitiv. Also irgendwo auch mit Angst verbunden, weil natürlich, man weiß nicht, wie solche Tiere in freier Wildbahn, ja, reagieren. Vor allem mit dem Aber wir Biss. wussten, die haben Hunger und hoffentlich eher auf Fisch als auf Mensch. Also von daher. Und wie haben die Bären reagiert? Haben die euch überhaupt beachtet oder haben die einfach nur ihr Gar Ding nicht. durchgezogen? Die Kleinen haben da gespielt, Ja. haben Saltos gemacht mit den Baumstämmen, aber die Ja. Mama war am Angeln. Die war Ja. eigentlich ziemlich entspannt. Da hatte ich echt mehr Respekt vor den Elchen. Also wenn so ein Elch mit so einem, ich weiß gar nicht, wie so einem großen Geweih werden kann, wenn die da stehen mit ihrem 3 Meter Geweih oder 2 Meter, ich weiß nicht, wie groß sowas ist, und die Straße überqueren und gehen an deinem Mietwagen vorbei und dann lässt dieser Elch einen Brüll ab, wo ich nur gedacht habe, entweder gehst du jetzt in die Volleisen oder du gibst Vollgas. Irgendwas tust du jetzt, weil du echt so ein beklemmendes Gefühl bekommen hast. Der muss mit seinem Geweih nur gegen das Auto sich drehen oder es muss. Ja, Also, Wildunfall. boah, nee. Also, das war für mich eher beängstigend als den Bär. Bei dem Bär, ich war einfach nur froh, dass ich den Bär auf meiner Liste abhaken konnte und habe einfach nur Bären gesehen. Ja, da hat eure Reise ja schon mal sehr abenteuerlich und Ja. erlebnisreich angefangen. Das ist jetzt alles so in den ersten 3 Wochen Kanada passiert. Genau, ja. Das war alles so Kanada. Was würdet ihr jetzt so sagen als Fazit? Habt ihr genug gesehen von Kanada oder waren da noch irgendwelche Sachen, wo ihr gedacht hättet, oh, da wären wir doch noch mal länger geblieben gerne oder da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin? Also ich glaube, dass ich, wenn ich noch mal diese Region machen würde, würde ich gerne Vancouver Island ein bisschen mehr machen, weil dort haben wir wirklich in Anführungsstrichen nur sind wir mit der Fähre bis, ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß. Auf jeden Fall haben wir das erste Mal geschlafen in Parksville. Ja. Sind dann halt rüber nach Tofino und Ucluet oder Ucluet, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, gefahren, bis dann nachher nach Victoria. Das war so unser Endpunkt. Dadurch, dass das Wetter aber leider durchweg Regen, Regen, Regen war, Wir waren eine Woche da, es war eine Woche Regen. ja, war halt leider so. Ja, wir haben nicht wirklich viel unternehmen können, außer dass wir wirklich die Bären gesehen haben. Wir haben uns Tofino im strömenden Regen angeguckt, was, glaube ich, auch nicht gerade so schön war. War schön, Und war dieser Wald mit diesen Mammutbäumen. ja, Der genau. war echt. Das war noch so das, was man im Regen machen konnte, halt gut bewachsener Wald, wo du durchlaufen konntest. Also das würde ich gerne nochmal machen, wenn das Wetter schöner ist, dass ich mir Vancouver Island nochmal wirklich gerne anschauen würde und halt Ja. auch Vancouver, weil da habe ich leider geschwächelt. Und wurde krank und dementsprechend haben wir in Vancouver nicht wirklich viel An gemacht. meinem Geburtstag. Und ich glaube, das wäre halt wirklich nochmal so ein Highlight. Das wäre, Ja. ja. Na, Vancouver war schon Ja. geil. Und Lake Louise wäre auch, also das ist jedes Mal wieder ein Besuch wert. Okay, also das auf jeden Fall so auf die ja, Ja. Top-10-Liste, wenn man in Kanada ist, auf jeden Fall mal Lake Louise auschecken. Aber Ja. ganz früh hinfahren, Ja, ganz weil. früh Lake Louise und Lake Moraine und Banff. Ja. Also das ist so. Auch mit der Gondel hoch in Banff. Was war das für eine Gondel? Wie ist man da drüber gefahren oder? Nö, man ist eingestiegen, das waren vier Personen, so eine Gondel, die war nicht Ja, so groß. eine Banff-Gondola, also aus dem Ort heraus. Ging es auf den 20, Berg. 15 Minuten fährt man hoch und dann kann man auf dem Berg noch auf eine andere Bergspitze wandern. Und oben auf den Aussichtspunkt. Das war Ja, halt auch ja. super geile Ist Aussicht. das Das so war eine echt. kostenlose Gondel oder? Oh nee, leider nicht. 15, $20 pro Person haben wir Ja, bezahlt, ja? das, also ich meine, wir waren zusammen so um die $50 los. Ja. Okay. Also 45, 46 Euro. Wie sah das denn so allgemein aus mit den Touristen? Viele Touristen da zu der Zeit noch oder ging es? Lake Louise, sehr viele Touristen, ja, das Ja, war also so. so in diesen Ballungsgebieten typisch Touristus, also so, Tourismus. Also in Banff hat man schon den Tourismus gemerkt. In den Nationalparks an sich hat es sich sehr gut verlaufen, muss man Ja. sagen. Also da, wenn man da Wanderwege gemacht hat oder ist mal so ein bisschen, ich denke mal auch so nicht in die typischen Touristenregionen abgebogen, dann hatten wir immer unsere Ruhe und haben vielleicht mal so 2, 3 Wanderer auf dem Weg getroffen, aber das war es dann auch. Aber halt so typisch in Banff, in Jasper und am Lake Louise
das waren halt so die typischen Spots, die, glaube ich, da Cool. jeder anfährt. Waren noch Das war halt Reisebusse ohne wirklich Ende. voll. Oder halt auch Victoria oder Vancouver. Das Ja. sind halt auch so diese etwas größeren Städte, wo halt auch mehr Tourismus herrscht. Aber es war, fand ich, In den Parks war das. überhaupt nicht überlaufen. Also klar, Lake Louise ab 10 Uhr war Ausnahmezustand. Das war dann auch nicht mehr schön. Da waren wir auch mehr oder weniger schon fast durch. Da waren wir auf dem Weg zum Teehaus. Und dann sind wir halt wirklich genau zum Teehaus gewandert und haben dann nachher auch nicht mehr den Lake Louise uns angeguckt, weil es halt einfach zu voll wurde. Aber sonst würde ich sagen, so Mitte September ist eigentlich noch eine schöne Zeit. Ja. Wenn man auch ein bisschen dann auch den Schnee so ein bisschen miterleben möchte, was ja dann auch nochmal eine schöne Kulisse gibt. Ja. Also würdet ihr so die Jahreszeit schon so weiterempfehlen nach Ja. Kanada? Ja, also ich glaube, wenn man ein bisschen mehr T-Shirt-Wetter haben möchte, würde ich vielleicht sagen, sollte man schon so Mitte August anreisen. Aber so Mitte August, den September ist perfekt. Ah, zum Oktober Wandern können wir ist jetzt halt nicht sagen, aber so zum Wandern ist es ist perfekt. perfekt. Man schwitzt sich nicht kaputt, es ist angenehm. Ja. Wir haben wirklich alle Wanderwege, die wir finden konnten, sind wir gelaufen. Ja. Das wie habt ihr das denn jetzt? Es würde mich jetzt mal einfach interessieren, wegen dem Gepäck vorher. Weil, wenn ihr so in so vielen unterschiedlichen Regionen wart, habt ihr da einfach ganz viel mitgenommen oder versucht, so ja, Allwetterkleidung oder wie? Wir waren sehr optimistisch. Ja. Also, wir haben uns, also das, worauf wir jedem, also das ist das wichtigste Utensil, was du nach Kanada mitnehmen solltest, Wanderschuhe. Gute Wanderschuhe. Wanderschuhe und Socken. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber diese zwei Utensilien, die haben wir uns vorher noch gekauft. Wir haben die Schuhe nicht eingelaufen. Wir haben Nee. nicht eine Blase gehabt und es war einfach Gold wert. Hätten wir das mit Nike-Schuhen oder mit Birkenstock-Sandalen oder whatever es noch alles da gibt, das hätte nicht funktioniert. Ich Das war wirklich Gold wert. auch in der Stadt habe ich nur Wanderschuhe getragen. Das war Ja. halt, man merkt die Schuhe einfach nicht. Man läuft den ganzen Tag aus und die Füße tun dir nicht weh. Ne? Das Das war war das, was wir uns gekauft haben. Und ansonsten haben wir eigentlich so, immer eine ja, Weste. wir hatten, ja, du hattest eine Weste dabei. Ansonsten Fließshirt. halt so ein bisschen längere Klamotten, eine Jeans. Aber dass wir so richtig outdoor ausgestattet sind, das sieht Ja. man auch in einem Vlog. Das war leider nicht der Fall. Da haben wir uns dann wirklich noch einen Regenschirm gekauft und so ein Cape für unseren Rucksack, wo die Technik halt drin war. Weil Den wir wir nicht halt genutzt so haben. optimistisch waren, dass es so schön sein wird und wir haben keinen Regen und keinen Schnee. Ja, das war dann leider nicht der Fall. Da mussten wir uns dann wirklich ein bisschen eindecken mit Handschuh, Schal und Ja, vor Mütze. allem für New York dann, ne? Das Genau. war uiuiui. So Also eine Kälte habe ich noch nie gespürt. ja, wir haben eigentlich wirklich von zu Hause aus so ein bisschen Allwetterklamotten mitgehabt und halt auf Sommer getrimmt. In Kanada damit eigentlich auch sehr gut, sag ich jetzt mal, Ja. ausgekommen, bis auf ein paar kleine Gadgets, die wir uns gekauft haben. Und haben uns dann wirklich erst zum Ende hin für New York nochmal ausgerüstet mit den richtig kaltwarmen Sachen, so Ja. dicke Jacke An und. Black Friday. Der war ein gutes Angebot. Ja, Ja. dann ging es ja sogar noch mit den Ausgaben. Ja. Ja. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, ihr hattet so ein Traveler-Meetup. Habt ihr denn Ja. in Kanada dann von den Leuten auch nochmal wieder welche getroffen oder habt ihr generell da neue Bekanntschaften machen können? Jetzt weniger vor Ort, also in Kanada fand ich auch, waren nicht so wirklich Junge Leute und junge so. Leute, die jetzt aussahen, als wenn es so Weltreise-Traveler wären. Aber wir haben halt auch nicht so diese typischen Hotspots aufgesucht, weil ja unsere Reiseart eher Airbnb-Hotel-lastig aussah. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen auf Backpack-Urlaub ist und man strebt diese Hostels an, wo du Gemeinschaftsräume hast, wo du mit Leuten im Sechs-Bett-Schlafzimmer pennst, da kommst du halt schneller mit Ja, Leuten in Kontakt, Kontakt. als jetzt wir, die halt das Airbnb-Hotel bevorzugt haben und da eher so diese Einsiedlerkrebse waren. Wäre das denn für euch nochmal irgendwie eine Idee, so in der Zukunft mal nochmal sowas zu machen, so eher eine Backpack-Reise, so Hostel vielleicht sogar auch? Es ist halt noch so ein bisschen ein komischer Gedanke. Also Rucksack, ich würde es ausprobieren, Ja, hätte ich das auf gar kein jeden Fall. Problem mit. Ob ich jetzt ein Hostelgänger wäre, es gibt ja mittlerweile auch, die Hostels sind ja nicht mehr so, wie man sich das früher vorgestellt hat, mit so Jugendherberge, Ja. Knatterbetten, 8 Mann in einem Raum. Das gibt es ja mittlerweile auch schon so ein bisschen luxuriöser gestaltet, dass man auch mal Doppelzimmer organisieren kann, aber man hat trotzdem halt diese Gemeinschaft in diesem Hostel. Das würde ich schon anstreben, Auf jeden aber Fall. so Ne? der Gedanke, ich bin mit 4 oder 6 anderen im Schlafzimmer, Ah, das ist, kann ich mich nicht anfreunden, ist eigentlich. noch komisch. Aber wer weiß, was kommt. Ja, wer weiß. Wir waren jetzt, glaube ich, stehen geblieben bei Vancouver. Da habt ihr dann eure Kanada-Reise
beendet und seid dann rüber mit dem Flugzeug nach San Francisco. Genau. Ja. Wie ging es dann da weiter in San Francisco? Ja, San Francisco haben wir Drei, 4 Tage? 4 Tage. Am vierten Tag. Genau, wir haben 3 Tage vor Ort gehabt, um uns San Francisco anzugucken. Und am vierten Tag haben wir uns den Camper dann abgeholt. Das war dann wirklich so Campertag mit Einweisung, Abholung, die erste Fahrt mit dem Camper. Einkaufen. Einkaufen, das war ein Erlebnis. War das das erste Mal, dass ihr einen Camper hattet oder so eine Camperreise gemacht habt? Ja. Ja, vor allem sowas, weil das war, glaube ich, so ein 6-7 Tonnen-Ding. Ich war eigentlich für 5 Personen ausgelegt, 3,50 Meter breit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Meter lang der war. Oh, das war einiges. 28 Fuß. Also ich weiß nicht, wie viele Meter da sind. Mit Slides out, die Wände fuhren raus. 10 Zylinder, 400 PS, 8,7 Liter Hubraum. Also das war für mich wirklich Highlight, aber der hat auch dementsprechend ja, Sprit Der hatte verbraucht. Durst. Glücklicherweise sind da die Preise noch ein bisschen anders, die Spritpreise, als bei uns. Das hat man so nicht gemerkt, wie viel der Nee? geschluckt Nee. hat. Hatte Also, seine 25 Liter auf 100 Kilometer waren da weg ja, das irgendwie. erste Tankerlebnis. Schock. Ich kann mich nur daran erinnern, dass diese Uhr immer weiter lief und lief und es klackte einfach nicht. Irgendwann bei $100 meinte ich dann nur zu Viktor, also wenn der bei 130 nicht aufhört, dann machst du das aus. Weil $130 und wir hatten vielleicht gerade mal einen halben Tank weg, Ja. hat mir dann schon in der Seele wehgetan. Und er machte genau bei Ein paar $129, klickte er gequetschte. aus, also er hat mich gehört. Als ob er es gehört hat, ja. Genau. Also das war an sich jetzt unsere erste Camper-Erfahrung in diesem Ausmaß. Und ja, also ich war jetzt von vornherein eigentlich nicht so die Camper-Reisende. Das war eher so sein Traum und ich habe halt nur als Bedingung gehabt, ich möchte meine eigene Nasszelle haben. Ansonsten können wir das gerne machen. Und jetzt im Nachhinein, das ist halt schon cool. Man ist natürlich ein bisschen mehr gebunden. Also wenn man dann Orte anstrebt und kommt am Campingplatz an, hat man natürlich meistens die Campingplätze ein bisschen außerhalb. Man musste also dann wieder gucken, wie komme ich jetzt dann in Ja, dem Los Fall Los Angeles oder Angeles was? zum Beispiel. Ja, das ist eine riesen Stadt mit Verkehr ohne Ende. Stau ohne Ende. Mit diesem dicken Wohnmobil dann durch die halbe Stadt, um auf den Campingplatz zu kommen. Vom Campingplatz aus wieder, ja, Los Angeles zu erkunden. Man ist halt dann nicht so ganz flexibel. Wie habt ihr das dann meistens gemacht, wenn, also zum Beispiel Los Angeles ist ja schon mit einem Camper, mit so einem riesigen Campervan ist ja schon fast unmöglich. Ja. Also das, ja, wie habt ihr das dann da gemacht? Seid ihr dann außerhalb geparkt und seid ihr immer dann in die Stadt rein, oder? Einen kleinen Mietwagen haben wir uns genommen. Ja. Hat uns $25 am Tag gekostet, so ein kleiner Hyundai, und sind halt mit dem durch die ganze Stadt. Genau. Also wir haben erstmal tausend Tode geschwitzt, weil wir halt einmal durch die Stadt mussten mit dem Camper, um zum Oh. Campingplatz zu kommen. Oh. Ja, dabei haben wir bestimmt 3 Liter ausgeschwitzt. Das war echt Wahnsinn. Aber er hat es sehr gut gemeistert. Ja, 3,50 Meter Breite, ne? Das war Und schon wirklich. als das Ding stand, haben wir gesagt, so, hier fahren wir nur noch weg, um wieder raus aus Los Angeles zu fahren. Und Ja. haben halt dann mit dem Campsite gesprochen, was für Möglichkeiten es gibt, weil es halt recht außerhalb lag. Und er hat gesagt, die haben halt ein Abkommen mit einer Vermietfirma und da könnten wir für $25 halt pro Tag ein kleines Auto nehmen. Das haben wir dann auch für einen, zwei, Einen Tag haben wir. für Wir einen haben Tag, ja. morgens genommen und Stimmt. morgens genommen und am nächsten Tag morgens abgegeben. Achso, Genau. das ging dann auch ganz easy einfach über den über das Campsite, die haben das organisiert. Über das Campsite, genau. Die Und hatten man sogar einen wurde, Service. ja, man hat sich ein Uber bestellt vom Campingplatz zur Mietstation. Da hast du das Geld sogar, was du für Uber bezahlt hast, wiederbekommen von der Campstation. Ja. Und später, wenn du das Auto wiedergebracht hast, wurdest du sogar von denen wieder zurück zum Campingplatz gefahren. Achso. Also den Service haben die auch gehabt. Also scheint das öfter so mal vorzukommen, dass das Leute in Anspruch nehmen. Ja. Ja, definitiv. Wie teuer, da, wenn ich mal fragen darf, ist so ein Campingplatz mit so einem großen Wohnmobil für eine Nacht? Es kam immer darauf an, auf was man Wert gelegt hat. Also wenn man einen reinen nur Stellplatz haben will, ohne Schnickschnack, dann lag Also man so zwischen. Abwasser, Frischwasser, Strom, das war, also wenn man das nicht braucht, Genau, dann sind wir 20 bis $25 pro Nacht. pro Nacht. Wollte man aber so ein Hookup haben Hooker mit Pieces. allem, mit halt Abwasser, Strom, Frischwasser. Frischwasseranschluss und halt noch so einen kleinen, ja, Grillplatz, sage ich jetzt mal, Ja. dann lag man schon mal so zwischen 40 bis $50 am Tag. Die Oder die, ja, Übernachtung. die Übernachtung. Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das dann in Anspruch genommen oder eher nicht? Immer Ja. full Hooker, weil Ja. du konntest dann duschen Ja. gehen. Wir haben immer Wasser aufgedreht voll. Geheizt wurde über Gas. Man hat halt so einen Gaskessel im Camper, der hat auch für 2 Wochen voll Ja. ausgereicht. Ja. Man konnte halt duschen gehen, auf Toilette gehen, so oft du willst, weil war halt alles angeschlossen. Angeschlossen. Ne? Das war praktisch. Und man hat Internet auf jedem Campingplatz. Internet auch. Ja. Ja.
Hattet ihr da schon euren Instagram-Account geöffnet und eure YouTube und Ja. das? Okay, also ist das wahrscheinlich auch dann sehr wichtig gewesen, ne? Das Internet. Ja, also es war halt wichtig, dass er halt mit den Vlogs schneiden weitermachen konnte, Hochladen hat er schon immer. hochladen, ja, allein schon dann den nächsten Tag planen im Sinne von, was wollen wir jetzt genau machen? Dann habe ich halt nochmal im Internet mir die Maps angeguckt, nochmal Blogs gelesen. Also so die Vorbereitungszeit. Also man merkte schon uns an, wenn wir mal so ein, zwei Tage in Nationalparks kein Internet hatten, wie aufgeschmissen man eigentlich ist, wenn man, was heißt, sich verpflichtet fühlt, seiner Community etwas zu bieten. Aber es ist halt schon so, dass man ja selber auch, wenn man so seine ja, Accounts hat, denen man folgt, dass man halt irgendwie das schon komisch findet, wenn die ein, zwei Tage mal nichts posten, weil man möchte ja schon wissen, was machen die jetzt? Und man hatte sich nachher so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, wo wir dann aber auch irgendwann gesagt haben, so, stopp, bis Handy hierhin und aus. nicht weiter. Handyfreie Zone, Handy aus, weil man sehr schnell merkt, wie einen das so in den Bann zieht. Also da muss man dann auch wiederum ein bisschen aufpassen. Ja. Also auch eher so ein zweischneidiges Schwert, ne? Das Ja. ist auf der einen Seite macht es auch Spaß, aber auf der anderen Seite, wenn es dann ja, zu verpflichtend und zu sehr so eine ja, so ein Zwang ist. Eben das. Ja. Manchmal haben wir gesagt, Kamera aus, jetzt genießen wir erstmal die Aussicht. Und das Ja. ist. Das war halt auch wirklich wichtig, dass man sich diese Zeit für sich auch nimmt. Also, dass man sich nicht immer verpflichtet fühlt. Natürlich möchte man seinen Eltern, seinen Freunden, man möchte jedem, am liebsten jede Sekunde in diesem Urlaub mitnehmen. Aber es geht nun mal nicht. Man macht den Urlaub in erster Linie für sich, um für sich seine Reise, ich sag mal, zu starten und ja. Würdet ihr sagen, ihr habt da so eine gesunde Balance gefunden? Ja, auf jeden Fall. Ja. So, an der Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir hoffen, euch hat es bisher gefallen. Den zweiten Teil gibt es dann, wie gesagt, am Sonntag schon. Folgt den beiden auf Instagram unter Zwei Weltentdecker und folgt auch Luke und mir unter Luke und Nick Reisen. Wenn ihr uns noch weiterhelfen wollt, dann bewertet den Podcast positiv, lasst einen netten Kommentar da, wenn ihr euch gerade danach fühlt. Und vergesst das Teilen und Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, Sonntag. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, von wo auch immer ihr uns zuhört.